So, und herzlich willkommen zurück bei Nightmares from the Deep. Ja, hat seinen Rum, das haben wir nochmal geplündert. Jetzt plündern wir noch die Kasse. Was? Jemand hat die Registrierkasse geschützt, indem er die Tasten versteckt hat. Bildchen und Bildchen und 2 Dollar und 10 Dollar, aber was sind das für Tasten, dass man Fische kaufen kann? Ja, ich möchte heute mit einem grünen Fischkopf bezahlen. Oh, ein Wimmelbild. Okay. Weinschlauch-Schnapsglas. Weinschlauch, das ist Schnapsglas. Weinschlauch und Schwamm. Banane und Trichter. Das ist ja auch ein cooler Korkenzieher und Flaschenöffner. Das gefällt mir gut. Die Gabel, habe ich die nicht eben auch schon gesehen? Ich dachte gerade, da läuft das auf meinem Bildschirm. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich suche. Weinschlauch, Trichter und Gabel. Weinschlauch, Trichter und Gabel. Ach, der Weinschlauch, natürlich. Die Gabel steckt da drin. Wir brauchen noch einen Trichter. Die 5 brauchen wir hier auch. Dafür brauchen wir ein Stückchen Kreide. Ich finde den Trichter nicht. Bin ich blöd? Ach, ja, okay. Was ist das denn für ein eingerahmte Perle? Geldtasche, okay. Und ein Siegelring kriegen wir hier auch. Und eine Pfanne kriegen wir hier. Das Gebiss leider nicht. Doch, das Gebiss ist schon, okay. Wir brauchen 2 Gebisse. Wir brauchen aber immer noch Kreide. Da ist die Kreide für die 5. So. Ah, die Sauciere und das Gebiss. Geht. Oh, die Banane, natürlich. Die Banane für... Halt, habe ich hier eigentlich schon gesucht nach Oktopus und Papagei. Beziehungsweise habe ich den hier schon gefunden. Ich sehe spontan gerade... Da? Nein? Well, nein? Okay, ist okay. Ja, ja, ist okay. Wir gehen in das Geheimversteck. Ich hab da was für dich. Da. Was kriegen wir jetzt? Ein Handschuh. Feuerfester Handschuh. Okay. Der Kleine war nur hungrig und verängstigt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Was macht ein Affe überhaupt in dem Versteck drin? Und Rebellensymbol. Ich hab noch nichts gefunden, wo ich das... Ach ja. Wo ich das einsetzen könnte? Ja. Das ist noch kein Wimmelbild. Ich gucke mal kurz. Das hier ist auch kein Wimmelbild. Ich muss hier jetzt aufpassen. Kann ich das nicht irgendwie hier durchschneiden? Ich brauche etwas Überzeugendes, um... Was? Etwas Überzeugendes, um mit diesem Wildbuch in den Korallenriff zurechtzukommen. Kein mickrige Deutsch. Steckschlüssel. Feuer. Oh, ich ahne es. Der Kran mit dem Boot unten dran. Ich befürchte, wir werden das Boot mit dem Kran da voll gegenschmettern. Heilige Scheiße. Rabiat. Ach, der Zeitungsschlüssel. Stimmt, wir haben den Zeitungsschlüssel. Oh ja, wir können ja hier rein. Ist dunkel hier? Es lässt sich drin, aber scheint aber keine weitere Funktion zu haben. Toll. Es ist zu dunkel. Ich benötige Licht, um an diesem Ort hier nach Hinweisen zu suchen. Feuerzeug. Ach, sowas ist cool. Ich sehe mich gerne da drin im Auto. Zuerst muss ich das kaputte Licht reparieren. Lampe raus. Ich muss zuerst die Glühbirne auswechseln, um diesen Ort genau untersuchen zu können. Ich habe keine Glühbirne. Aber da kann ich natürlich hingucken. Prozentzeichen Rechentafel. Prozente. Notizbuch, Glühbirne kriegen wir hier natürlich. Teetasse. Ach, da ist die Glühbirne. Notizbuch. Ist da. Bürste, Motte. Ich ignoriere jetzt mal gerade meinen Mauspfeil. Mauszeiger. Bürste, Motte. Die Motte sitzt.
Ich weiß gar nicht wo. Eigentlich am Licht, aber hier gibt es kein Licht. Bürste? Matte? Matte! Bürste? Brille, Hut. Ich bin gerade gar nicht hibbelig oder so. Weil ich eben schon aufgenommen habe, aber egal. Der Stempel. 100%! Yeah! Ah, ein Zirkel. Beschädigtes Tor. Was? Schmal einfach mal auf dem Papier ein bisschen rum. Ach, wir brauchen einen Kreis. Oh, okay. Was? Ach, Gott. Okay, wir haben mit Dominoschen das Tor kaputt gemacht. Natürlich. Jetzt... Ach, Pinsel, du Bürste. Glühbirne, yay. So, Glühbirne da rein. Licht. Könnt ihr noch dran drehen? Brauchst du nichts. Das Seepferdchen wird sichtbar. Okay. Ich gucke mal kurz nach Oktopi und Papageien. Nach Oktogeien. Ich sehe aber nicht. Deswegen nehme ich die Kohle mit. Was ist das? Spielzeug. Das ist doch kein Spielzeugsoldat. Natürlich trifft das auch, wenn ich das richtig verstehe. Ich kann den Kran benutzen, um das Boot anzuheben und durch die Tore zu brechen. Die Tore, die diesmal jetzt so von Korallen bedeckt sind, weil ich scheinbar irgendjemand schon mal die Idee hatte, mit dem Boot durch die Tore zu brechen. Toll. Eine Stadt voller Krimineller. Ist unglaublich. Ein Foto fehlt. Foto. Ordne die Fotos neu an, um ein großes zu gestalten. Sieh dir als Hinweis die Hintergrundfarben an. Okay, erst einmal Himmel, würde ich sagen. Dann ein bisschen mehr Himmel und hoch ein bisschen so, so. Ich weiß gar nicht. Warte, da ist das Boot. Halt, da muss das, nee, das dahin, so. Ich glaube, ich bin gerade blöd. Erstmal so. Das sieht besser aus. So, dann kommt die Fischflosse kommt dahin, du kommst dahin. Dann... Oh. Hier scheint wohl ein Symbol zu fehlen. Oh, Rebellensymbol. Oh, so geheimnisvoll. Diese Stadt. Vom Kraken versenkte und von Bürgermeister Murray geplünderte Schiff seit 1889. Alexandria, bittersüß. Oh nein, daher stammt also der Wohlstand von Kingsmith. Weil er zwei Boote versenkt hat. Was machen Piraten so? Schatten über Kingsmith. Murray setzt seine Prätorianer ein, um seine Gegner anzugreifen und die Stadt zu übernehmen. Verbreitet sich der Fischfluch als Strafe für Piraterie noch weiter? Oh, die haben tatsächlich sogar richtigen Strom hier. Die Schnur wurde durchgeschnitten. Ich muss die Drähte isolieren, bevor ich mit dem Druck beginne. Kann ich nicht. Ziel ausgeführt. Finde das Versteck. Ich kann diese Lampe anzünden. Oh. Oh. Oh, it must be the owner. So he paid the price for uncovering the truth about the mayor. Ich wollte gerade schon sagen, ich reg mich auf, wenn das Feuerzeug jetzt weg ist. Geh mal weg, Ratte. Das brauchen wir nämlich noch draußen, um das Boot anzuheben. Was haben wir hier? Ein Kranhebel. Okay. Stimmt, den Leuchtturm haben wir. Die Schuhe kann ich nicht mitnehmen. Ich kann hier drunter gucken. Boah, wie gut die Frau ist. Die kann alles mit den Händen machen. Also, ne? Okay. Ich muss Sachen finden, die komisch aussehen. Zum Beispiel das da. Und das setze ich dann schon mal da ein. Dann kriege ich das da. Ich kann... Nein, nein. Da brauche ich den Griff. Ist das nicht der Griff? Mit einem Messer kann ich... Aber das ist doch ein Messer, oder nicht? Hä? Brauche ich einen Schlüssel?
kann ich den Griff machen. Ah, ich schub's mal die Bücher um. Dafür brauche ich den Hammer. Falsches Messer. Ich kenne den Code nicht. Zum Öffnen dieser brauche ich einen Griff. Hä, aber das ist doch... leeres Papier. Ach, der Griff von der Presse. Okay, ich habe vergessen, dass man die Sachen hier benutzen kann. So, Messer. Messer macht den Griff. Griff macht Hammer. Hammer macht Loch in die Wand. Loch in der Wand macht eine komische Kreatur. Sieht doch fast gut aus. Ich habe das Gefühl, ich muss das Ganze verschieben. Das heißt, hier muss die Sonne hin. Ah, okay. Jetzt. Wir nehmen einen Schriftsatz mit. Wir nehmen Papier mit. Okay, ich brauche jetzt mal Tinte. Ich nehme Tinte mit. Natürlich. Ich mache Tinte da rein. Mache Papier da rein. Presse irgendwas, warum auch immer. Und kriege den Code. Für den Code kriege ich Schrauben. Natürlich, da ist der Papagei. Das war das sinnvollste Rätsel, das ich bisher hatte. Fast zur Hölle. Okay, wir gucken uns den jungen Mann mal an. Armer Journalist, auf der Suche nach der Wahrheit getötet. Jetzt droht er bei den Korallen. Mutti, so Sprüche kannst du doch nicht bringen. Ich werde sie ohne den Aufziehschlüssel nicht einschalten. Dann zieh doch mal. Oh, eine Münze. Eine Münze. Wir kriegen einen Siegelring. Der wird den Fluch aufheben und den Bürgermeister stürzen. Der Bürgermeister hat meine Zeitung geschlossen, da ich die Wahrheit über den Fischfluch aufdeckte. Obwohl ich beweisen konnte, dass er vorwiegend Personen mit einer verdorbenen Seele trifft. Und unser Bürgermeister ist das perfekte Beispiel dafür. Hat der Fluch nun auch ins andere getroffen. Und er verwandelt uns in scheußliche Fischmänner. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir Galoppel befreien. Und um Galoppel zu befreien, müssen wir den Pakt zwischen Murray und Davy Jones brechen. Um wiederum den Pakt zu brechen, müssen wir 12 goldene Fischsteine finden, die vom Bürgermeister, den Prätorianern und dem Kraken beschützt werden. Ich denke mal, das war's. Aber es gibt noch Hoffnung. Galoppel wollte Hilfe außerhalb von Kingsmouth suchen. Es gibt eine Frau, die schon einmal einen Pakt von Davy Jones gebrochen hatte. Ich bete dafür, dass es ihr noch einmal gelingt. Ja, ratet mal, das sind wir. Sammeln wir. Stell die Beweise zusammen. Drucke die falsche Matrize aus. Ich werde dich anleiten. Was? Ein Geheimgang am Fuße des Leuchtturms. Das ist voll schwierig zu lesen. Einige Teile der Matrize fehlen. Ich sollte warten, bis ich alle gefunden habe. Natürlich. Mülleimer. Seepferdchen. Ach, wir brauchen nur noch eins. Dann haben wir die alle. Okay, wir können jetzt das Schiff... Nee, können wir gar nicht. Doch, wir haben Schrauben. Natürlich können wir. Schrauben. Steckschlüssel. Blüpp, blüpp, blüpp. Perfekt. Haken. Sehr schön. Hier. Kohle. Klappe ist heiß. Handschuh. Kohle. Klappe zu. Druck passt. Hebel. Oh. Das geht gerade nicht so gut. Das Schiff ist oben. Jetzt brauche ich einen Kranhebel, um das Schiff rumzuschwenken. Patauts. Alles ein guter Fang. Die macht einfach alles in der Stadt kaputt. Das ist unglaublich. What is he looking at in the distance? I should check it too. Ich sollte erstmal den da mitnehmen. Den kleinen Mann. Solange Murray und seine Gorillas so nah sind, kann ich nicht herumschnüffeln. Ich hole mir besser das alte Fernglas und sehe mir an, was er beobachtet. Welches alte Fernglas? Oh, das alte Fernglas.
weil das auch sehr unauffällig ist. Oh my. If I'm right, the mayor might want to. This can't be true. Attack this ship using the Kraken. I have to somehow contact the crew and tell them to escape those waters. The Kraken. Release the Kraken. Oh nein, unser namenloser Freund war da. Aber wir gucken erstmal hier. Schicke Perücke. Diese Perücke hat so viele Haare, das kennen wir auch von mir, wenn ich eine oder zwei Locken nehme. Warum? Messer. Für ein paar Locken muss ich diese Perücke ja nicht skalpieren. Das kann ich auf raffinierte Weise machen. Du kannst es auch mit dem Messer abschneiden. Du Olle, ich weiß nicht mehr, wozu du die brauchst. Der Eingang der Pfandlei ist voller Splitter und Scherben. Ich sollte ihn besser abdecken, bevor ich versuche, da durchzugehen. Achso, wir gehen. Erst einmal gehen wir gerade zurück. Hierhin und hierhin. Da ist noch ein Möbel. Gut. Und hören uns noch einen Teil der Geschichte an. Returning to piracy was not an option. However, the times had changed. People had aged, gotten used to their families and the town. A mayor called Murray emerged as a leader of the community, himself an old pirate, captain of his own ship, a symbol of pirate prosperity. He was one of the few who remembered the legends of Davy Jones, in which he saw a solution for the town's troubles. Yeah. Der Bürgermeister ist natürlich schuld an allem, das wissen wir zum Glück noch gar nicht. So. Wo kommen wir jetzt hier hin zum Brunnen? Alter. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der Fisch schon ein bisschen alt aus, der hier so hängt, der ganze Thunfisch und alles. Die Tür des Marktstands wird durch das Drehen des Rades geöffnet, das fehlt allerdings. Derzeit und so. Toll. Und, ich will gar nicht zurück. Doch, eigentlich schon, weil irgendwie fühle ich mich unwohl hier. Die Fische. Ein dickes Tuch. Das ist so rostig, dass ich es mit etwas Dünnem und Spitzen aufbrechen muss. Deutsch. Eine Münze. Die gehen wir jetzt aber nicht sofort abgeben. Jetzt sitze ich in der Klemme. Ich kann nicht mit meiner Hand nach der Nadel passen. Dolch! Nö. Tuch? Nö. Der Handschuh ist ja weg. Ein Schlitz für die Nadel, die in den Brunnen führt. Das heißt, wir sind hier... Octopus! Echt weitergekommen? Papagei? Vielleicht? Irgendwo? Heimlich? Und hier. Ach, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Papagei? Wie gehen wir da hoch? Oh nein, Kumpel! Der keinen Namen hat. Hilfe. Sag uns doch mal, wie du heißt. I'm too weak to catch up with the carriage. Please, help me save Calliope and stop Murray. You saw the oncoming ship. It's the first ship sighting in a long time. The mayor is sure to attack it. I won't get to the lighthouse without your help. The bridge is up, but there's another way. Through the shipwreck cemetery. Through all those ships that Murray sank and robbed. It's a horrible place. I'll show you the way. Just let me catch my breath. Ah, you already know about our conspiracy against the mayor? Then take this. It may help you out in the pawn shop. Was ist denn das für ein Gnom? Sag uns doch mal deinen Namen. Meine Güte, da müssen wir lang. Ich kann mir hier irgendwas machen. Hier ist dort an den Murray Galoppel brachte. An den Murray Galoppel brachte. Ich muss einen anderen Zugang finden, da die Brücke hochgezogen ist. Erstmal gucken, gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Irgendwas, was ich heimlich benutzen kann, damit ein Seepferdchen auftaucht? Nö.
Ein Friedhof voller Schiffe, die von dem Kraken zerstört und von den Prätorianern ausgeraubt wurden. Was für ein trauriger Anblick. Ausblick, Anblick. Anblick. We'll meet by the fountain after I rest for a while. Toll. Du machst nichts außer da rumsitzen, dann tust du dir weh und sitzt du wieder da rum.